Was geht, Leute? Mein Name lautet The Danny Burn und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute spiele ich Fly for All auf der Map Tremor. Ich persönlich einer meiner Lieblingsmaps. Ich weiß zwar nicht, wie ihr es seht, aber diese Map hat die perfekte Größe, genauso wie mein Penis. Und noch Fly for All einer meiner Lieblingsspielmodis, weil man einfach auf sich allein gestellt ist. Das bedeutet also, wenn man stirbt, dann hat man eigentlich... kann man nur selber was dafür. Man kann kein Team die Schuld geben oder wenn man verliert, man hat einfach selber Schuld dran und das ist etwas, was ich an dem Spielmodus extrem geil finde. Und deswegen spiele ich ihn so oft. Dazu noch meine Lieblingsmap Honey Badger und diese Mischung einfach aus dieser Map, dieser Waffe und diesen schlechten Gegnern hat einfach ein ziemlich gutes Gameplay rausgebracht und ich habe die Gegner mal wieder verwüstet, zerstört, misshandelt, wie auch immer ihr es wollt. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Gameplay anschauen. Macht ihr sowieso bestimmt. Heute geht es aber um ein Thema. Aber bevor ich es anspreche, wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich gestern viele, viele Kommentare gelesen, wo die Leute schreiben, Danny, du hast recht, ich hasse das Spiel und zock's eigentlich gar nicht mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wirklich der einzige Deutsche, der dieses Spiel spielt. Ist natürlich Unsinn, aber wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl. Und ich persönlich kann die Leute verstehen, die keinen Bock mehr auf dieses Spiel mehr haben, weil das Spiel an sich ist gar nicht schlecht. Das Spiel ist, meine Meinung, ist ziemlich gut. Das, was es schlecht macht, ist einfach, dass man so schnell stirbt. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen auch keine schlechte Sache. Allerdings stellt euch mal vor, ihr werdet auf YouTube gar nicht aktiv. Für die Leute, die auf YouTube gar nicht aktiv sind, und das sind die meisten Call of Duty Spieler, die wissen gar nicht, was noobig ist und was nicht noobig ist. Und die denken, Campen und sowas ist was ganz Normales. Die merken natürlich, die sterben extrem schnell. Das Erste, was sie tun, ist natürlich in die Ecke gehen. Und sie denken, das ist was ganz Normales. Die haben einfach Angst davor, dass sie sterben, weil sie halt so schnell sterben und weil sie so leicht gehört werden. Das ist eigentlich das Problem bei der Sache. Ich meine, gegen wen habe ich jetzt schon gespielt? Ich meine, es gab vielleicht ein, zwei Leute oder eine Person höchstens, die wirklich bei YouTube aktiv war. Aber die anderen sieben waren einfach ganz normale Zocker, die ab und zu mal gezockt haben. Das heißt also, beschwert euch bitte nicht über das Spiel, sondern über die Spieler. Und die Spieler können gar nichts dafür. Es ist quasi so eine Sache, dass man merkt einfach, die Entwickler machen das Spiel für die Leute, die... gar kein YouTube schauen und gar nicht wissen, was noobig ist und was nicht. Ich meine, ihr seht hier so viele Häuser, das machen die ja nicht, weil die behindert sind, Spieleentwickler. Die sind ja schlau und wissen ja, wie die das Geld reinbekommen. Naja, zum gestrigen Video. Und zwar habe ich ja gesagt, ich verdiene 44.000 im Monat. Das war natürlich nur ein Spaß und ironisch gemeint. Das haben viele mal wieder nicht verstanden und mich mal wieder beleidigt, was mich natürlich wieder die ganze Nacht zu weinen gebracht hat. Bitte beleidigt mich nicht mehr, sonst wird mein Penis nicht mehr steif, sondern schlaff bleiben. Spaß, eigentlich interessiert mich das nicht, aber gleich sage ich dazu mehr zu den Beleidigungen. Und zwar verdiene ich natürlich keine 44.000, sondern nur 43.000 Euro, für die Leute, die es nicht verstanden haben. War es natürlich gestern nur ein Scherz. Und, aber es wäre wirklich schön, wenn man so viel verdienen würde. Dann könnte ich mir mehr leisten als nur eine Einzimmerwohnung. Und ihr müsst ja auch noch berücksichtigen, dass Steuern und sowas abgezogen werden müssen. Also als YouTuber, vor allem wenn man YouTube hauptberuflich macht, mache ich ja noch nicht so hundertprozentig, ich mache ja trotzdem noch eine Ausbildung und so weiter und so fort. Dann, hat man schon wirklich viele Kosten, das ist einfach so. Und damit muss man leben. Aber wäre wirklich schön, wenn man 1 Million verdient. Wenn es einen von euch da draußen gibt, dann kann er sich vielleicht bei mir melden. Ich gebe ihm noch meine Handynummer. Die haben schon sowieso genug Leute und ich muss sie wieder wechseln. Dazu kann ich auch noch was sagen, das würde aber dann wieder 10 Stunden dauern. Auf jeden Fall merke ich einfach mittlerweile, dass es viele junge Leute auf YouTube gibt. Und das ist nicht nur bei mir so. Viele Leute sagen zu mir, ey Danny, du hast ja voll die jungen Zuschauer und so weiter und so fort. Ich habe auch 22-jährige Zuschauer. Es ist nicht so, ich wurde nicht nur von kleinen Kindern angesprochen. Meistens werde ich immer so von 16-Jährigen angesprochen. Bei mir persönlich ist es aber einfach so, dass ich natürlich auch viele junge Zuschauer habe. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich geil, weil, ja... Die Zuschauer, die unterstützen einen auch meisten und so weiter und so fort. Und ich finde das geil. Ich persönlich brauche keine erwachsenen Zuschauer, die irgendwie spießig drauf sind und sich bei jedem ironischen Spruch irgendwie in die Hose machen. Ich persönlich finde es geil, dass ich auch ab und zu viele junge Zuschauer habe, die meistens auch 14 bis 18 Jahre alt sind und nicht irgendwie 9. Natürlich gibt es auch ein paar davon, aber die gibt es überall auf YouTube. Und ich denke einfach, ich bin nicht der Einzige, bin mir eigentlich sogar sehr sicher. Denn ich habe ja gestern gesagt, ich mag den Namen Daniel nicht. Ich finde ihn eigentlich ziemlich, ich finde ihn einfach hässlich, den Namen. Und ihr müsst euch mal so vorstellen, da ist irgendein YouTuber, der sagt, okay, der findet diesen Namen scheiße. Ja, das ist seine Meinung, die darf er nicht vertreten, weil er ein YouTuber ist und anscheinend viele Leute beeinflussen kann. Ich habe auch einen gesehen, der hieß Daniel, viele Leute, die Daniel hießen. Weil ich es ja auch wusste, dass viele Leute Daniel heißen. Und natürlich habe ich dann viele Kommentare bekommen, wo die Leute sowas schreiben wie, ja, Daniele ist aber auch hässlich oder auch schwul. Das war natürlich klar und dagegen kann ich auch nichts sagen, weil sonst habe ich auch wieder was gegen eure Meinung. Und das will ich natürlich nicht oder gegen die Meinung, die das gesagt hat.
Das ist natürlich schön und gut, aber ich persönlich denke, dass wenn jemand zu euch kommt und sagt, dein Name ist scheiße, ich hasse Daniel, dann heißt es doch nicht gleich, dass er scheiße ist. Ich meine, der Typ sagt, er heißt Daniel, nur weil er ein paar Abonnenten auf YouTube heißt, heißt es doch nicht wirklich, dass, bedeutet es nicht wirklich, dass der Name Daniel hässlich ist. Denn ich persönlich finde, der Name Daniel, ich mag allgemein deutsche Namen nicht. Das ist einfach so bei mir. Ich mag die deutsche Sprache auch nicht. Ich finde die deutsche Sprache nicht so schön. Ich finde Italienisch, Französisch und viele andere Sprachen wesentlich schöner. Sogar Englisch finde ich besser als Deutsch. Deutsch gefällt mir wirklich gar nicht und die Namen finde ich auch nicht gut. Aber das ist ja nur eine Geschmackssache. Das ist ja, jeder kann seine eigene Meinung haben und da merke ich einfach, wie gesagt, ich habe ziemlich junge Zuschauer. Ja, das war's dann wieder. Ihr habt übrigens übel lustige Sachen in die Kommentare geschrieben, wie ihr heißen würdet, wenn man euren letzten Buchstaben des Namens entfernen würde. Da kam sowas wie Mars raus, zum Beispiel Mar, also wegen Max, der hieß Max oder... Auf jeden Fall richtig witzige Namen. Und das Gameplay ist jetzt vorbei, aber ich werde nicht aufhören wieder zu reden. Ich spiele leider nicht jeden Tag 20 Gameplays, dass ich noch 10 Gameplays hinterhängen kann. Ihr könnt mir ja gerne Gast-Gameplays senden, wollte ich am Anfang nicht machen, aber... Ja, es ist ziemlich, ich habe ziemlich viel zu tun und manchmal ist es gar nicht so einfach, tausende Gameplays zu haben. Übrigens, ich habe noch einen zweiten Kanal, wo ich, wenn ihr keinen Bock auf Call of Duty und auf Mädchengelaber und so einen Kack habt, dann geht einfach auf den zweiten Kanal, da mache ich Let's Plays und alles andere drauf. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen weiterreden, denn, wollte ich noch was zu Dr. Denotrix sagen. Und zwar, Dr. Denotrix wird halt weiterkommen. Allerdings jetzt nicht jeden Mittwoch, sondern Allotrix und ich sind ziemlich unzuverlässige Menschen, muss man dazu sagen. Deswegen schaffen wir es halt einfach nicht, jeden Mittwoch und jeden Sonntag eine Folge hochzuladen. Das ist einfach so bei uns. Man denkt natürlich, das ist eigentlich voll easy. Aber er hat halt viel zu tun, ich habe viel zu tun und manchmal schaffen wir es nicht, uns Dienstag zu treffen. Und ja, weil irgendeiner immer was zu tun hat. Das ist natürlich die Scheiße, wenn man eine Serie zu zweit startet. Deswegen wird die Serie zwar weiterhin laufen, allerdings nicht mehr jede Woche zweimal, sondern ungefähr, wann wir halt Lust haben. Manchmal wird die öfter kommen, manchmal weniger und so machen wir das dann in Zukunft. Und solange werde ich die Serie mit Dr. Burnage weiterführen, wo ich ab und zu mal Gäste dabei haben werde und ihr mir trotzdem die Nachrichten einsenden könnt. Und die Weisheit wird auch wiederkehren. Das heißt also, ihr könnt mir wieder Cam-Dateien einschicken, nur ich habe mittlerweile das Gefühl, viele Leute trauen sich nicht, weil ich damals die Leute ein bisschen fertig gemacht habe. Das war natürlich nur aus Spaß gemeint, aber die Leute haben manchmal Angst und natürlich würde ich das nicht mehr tun. Ich würde auch jeden ernst nehmen, auch wenn ihr nicht so gut aussieht oder keine Ahnung was. Ich werde natürlich keinen Menschen beleidigen, das mache ich natürlich nicht. Aus dem Alter bin ich auch raus, obwohl ich immer noch relativ kindisch bin, aber sowas mache ich natürlich nicht. Alles klar, ich denke, das war's erstmal. Wie gesagt, das Gameplay ist schon vorbei. Ist natürlich blöd, dass ich immer weiterrede. Aber ist ja jetzt auch vollkommen egal. Denn ich bedanke mich fürs Zuende schon. Und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Denn damit unterstützt du mich mehr, als du nur denkst. Schau auf meinem zweiten Kanal vorbei. Und übrigens, wo feierst du eigentlich Weihnachten? Ich persönlich feiere mit meiner Familie. Also, ja, ich persönlich sehe meine Familie als Mutter und Bruder an. So, mein Vater lebt in Österreich und meine gesamte Familie lebt eigentlich in Polen. Und die einzigen, die hier leben, sind mein Onkel, Tante und Cousine und meine Mutter und mein Bruder. Und die anderen sehe ich eigentlich gar nicht so wirklich als Familie an hier in Deutschland. Aber mich würde interessieren, mit wem ihr feiert oder wo ihr feiert. Denn damals habe ich, glaube ich, immer in Polen gefeiert. Aber ist auch vollkommen egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und deswegen... Oh, übrigens, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder was zu verpassen. Dann sage ich noch 3, 2, 1. Noch nicht. Aber keine Sorge, mein Name ist eigentlich... ja, im Deutschen zumindest nicht besser, denn ich habe eine kleine Story zu erzählen, denn ich musste einmal 44.000 Euro bezahlen wegen meinem Namen. Und